Ma, im Geldbeutel staubt es auch schon wieder. Und für Freizeit habe ich auch keine Zeit mehr wegen dem ganzen Lernstress. Und an Entspannung brauche ich erst gar nicht denken. Damit du dich nicht täglich mit diesen Gedanken plagen musst, zeigen wir dir im kommenden Video Tipps und Tricks für Studentenleben. Legen wir los mit den Geldspartipps. Das war natürlich nur Spaß. Wie man tatsächlich Geld sparen kann, zeigen wir dir jetzt. Selbstkochen ist nicht nur billiger, sondern auch oft gesünder und leckerer. Du kannst dir auch gleich mehrere Portionen vorkochen. Somit hast du auch gleich was für die nächsten Tage und sparst somit nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Also, ab in die Küche! Im Internet findest du viele leichte und sparsame Rezepte. Studieren hat viele Vorteile. Mit deinem Studentenausweis gibt es viele Rabatte auf Kinotickets, Konzerte und auch in manchen Restaurants kannst du diesen bei gewissen Menüs herzeigen. Ebenso gibt es viele Online-Shops, die Rabatte für Studierende zur Verfügung stellen. Merke dir diesen Tipp für deine nächsten Einkäufe oder Freizeitaktivitäten. Es ist nicht immer klug, dir Bücher sofort neu zu kaufen. Du kannst stattdessen in der Bibliothek nachsehen, ob dort das Buch zur Verfügung steht. Und falls du für deine gekauften Bücher schlussendlich doch keine Verwendung mehr hast, gibt es mehrere Möglichkeiten, diese anders zu nutzen. Das Buch kann ja wirklich was. Die beste Lernmethode ist, Bücher unter das Kopfkissen zu legen. Während des Schlafs nimmt das Unterbewusstsein das Wissen aus den Büchern auf, was das Lernen effizient und stressfrei macht. Du glaubst, dieser Tipp ist wahr? Dann muss ich dich leider enttäuschen, er ist frei erfunden. Um Lernstress zu vermeiden, ist es ratsam, früher anzufangen und einen strukturierten Lernplan zu erstellen. Es ist auch empfehlenswert, den Stoff zwischendurch zu wiederholen. Nutze hierbei die Zeit, beispielsweise im Zug oder Bus. So bleibt alles länger im Gedächtnis und man merkt gleich, wenn man etwas nicht verstanden hat. Bevor du am Rand der Verzweiflung stehst und sowieso nichts mehr in den Kopf hineingeht, geh spazieren oder triff dich mit Freunden und tanke neue Energie. Frischluft tut gut. Lernen ist wichtig, aber Pausen machen und zu entspannen ist genauso wichtig. Klausurzeit. Jetzt heißt es, tief durchatmen, konzentrieren und alles geben. Geschafft. Endlich ist die Klausur vorbei. Tu dir was Gutes. Mach etwas, das dir besonders Spaß macht. Zum Beispiel mit deinen Studienkolleginnen und Kollegen in die Mensa gehen, um auf euch anzustoßen. Wir wünschen dir viel Spaß in deiner Uni-Zeit. Und wer weiß, vielleicht ist mit diesen Tipps und Tricks der Nobelpreis nach der Uni nicht mehr ganz so fern.